Hallo, willkommen oder willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ein Tag, zwei Oldtimer treffen, das war ein geiler Tag. Und begonnen hat das Ganze gestern um 9 Uhr, 9.30 Uhr. Ich habe mich mit Marcin und Gregor vorab beim Jagdmuseum in St. Pölten natürlich getroffen und sind von dort aus gemeinsam zum Stift St. Florian gefahren. Und irgendwie hatten wir uns das anders vorgestellt, wie es dann tatsächlich war. Wir hatten es gelesen, dass es eine Segnung gibt und dann eine anschließende Führung des Stifts St. Florians. Aber irgendwie haben wir das nicht weiter beachtet und sind dort dann hingefahren. Natürlich war die Location sehr, sehr nice, sehr nett und es waren auch einige Leute da. Aber nachdem wir davon jetzt nicht so sehr begeistert waren, bei einer Führung des Stiftes mitzumachen, haben wir beschlossen, eben von dort wegzufahren und uns auf den Weg zum zweiten Oldtimer-Treffen in Fischlheim zu machen. Bevor wir allerdings dorthin gefahren sind, mussten wir zuerst zu Gregor nach Hause fahren, denn er musste die Dichtung hier, die Ventilklappe wechseln. Das ist diese hier. Diese, die bei mir hier orange ist, sind einfach diese zwei Schrauben zu lösen. Dann hebt man diesen Deckel an und gibt halt eine neue Dichtung da rein. Relativ ein einfacher Prozess, sogar für mich mittlerweile, und das war binnen weniger Minuten erledigt. Und so fuhren wir dann von Gregor Richtung Fischlheim, jetzt nicht auf dem direkten Weg, auch nicht auf den Hauptstraßen. Wir suchten uns extra abgelegene Straßen, wo wir tolles Filmmaterial aufnehmen haben können. Was toll organisiert war von Marcin, war, dass er auch drei zusätzliche Personen mitgenommen hat, die jeweils in einem unserer Autos gesessen sind und gefilmt haben. Und das hat es uns ermöglicht, das und das eine andere gute Filmmaterial aufzunehmen. Gegen 13 Uhr, ganz genau um 13.03 Uhr, sind wir dann in Fischlheim eingetroffen. Die Veranstaltung begann um 13 Uhr, also waren wir nur um 3 Minuten verspätet. Als erstes gingen wir natürlich gleich zur Anmeldung und haben dort den Beitrag bezahlt, haben dann unser Goodiebag bekommen, mit unter anderem auch mit einem Schlüsselanhänger, der hier ganz cool geworden ist. Das ist so ein Filz mit Oldtimer Club Fischlheim drauf. Und jeder von uns bekam eine Startnummer. Meine ursprüngliche Startnummer wäre die 13 gewesen, aber ich habe einen zweiten Stoß mit Startnummern zwischen 100 und 200 gesehen und somit habe ich gleich gefragt, ob ich die 126 haben kann. Natürlich, weil das Auto ein Fiat 126P ist, und die Dame war so nett und hat mir eben dann die Startnummer 126 gegeben. Das war sehr toll für mich, denn Gregor und Marcin hatten denselben Gedanken, sich diese Nummer zu schnappen. Es ist glücklicherweise mir gelungen, was für mich ein Spaß war. War natürlich etwas traurig für die Kollegen, aber natürlich alles kein Problem. Start war also eben um 13 Uhr bis 15 Uhr, also bis zum Start der Rallye, haben wir uns unter das Volk gemischt, haben mit den Personen gesprochen. Viele davon kannten wir ja natürlich von den vorhergehenden Oldtimer-Treffen. Es ist ja am Ende des Tages doch eine kleine, feine Gruppe. Und auch der Obmann vom IG Veteranus Oldtimer-Treffen von vor einigen Wochen war dabei. Er war sogar auch in St. Florian kurz dabei, meinte, dass er das durch mich erfahren hat. Macht mich natürlich stolz, dass ich als Novize hier Tipps geben kann, wo ein Oldtimer-Treffen stattfindet, wenngleich dieses vielleicht nicht so der Bringer war, aber das ist ja eine subjektive Meinung. Und ist immer toll, sich mit dem Herrn Obmann zu unterhalten. Wie gesagt, der Start der Rallye war um 15 Uhr. Hier darf ich euch kurz die Route zeigen, die wir gefahren sind. Insgesamt also 70 Kilometer, eine geschätzte Dauer von 1,5 Stunden. Hier die unterschiedlichen Ortschaften, durch die wir durchgefahren sind, mit unter anderem Gmunden. Gmunden ist natürlich auf aller Welt bekannt. Sehr schöne Stadt am Fuße des Traunsteins, mit dem Traunsee. Absolut geniale Ausblicke dort, vor allem mit dem Wetter, das wir gehabt haben, absolut toll. Bis nach Gmunden sind wir in der großen Gruppe gefahren. Diese hat, wie auch schon zuletzt, ein etwas schnelleres Tempo angelegt, was für uns nicht so praktikabel war. Auch eines, das wir nicht fahren wollten. Und somit haben wir uns in Gmunden dann von der Gruppe getrennt. Erstens eben, weil die
weil die Fahrt zu schnell war. Und zum zweiten, Marcins Schwager ist mit seinem Fiat 500 dann auf uns getroffen, hat sich unserer kleinen Gruppe angeschlossen, allerdings nur für eine kurze Dauer, weil unglücklicherweise nach nur einem oder eineinhalb Kilometer sein Auto liegen geblieben ist und wir es wegschieben haben müssen. Das Problem, was Marcin glücklicherweise sehr, sehr schnell beheben hat können, da ich meinen Werkzeugkoffer mitgehabt habe, war ein Problem mit der Benzinpumpe. Die Behebung des Problems hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert und da wir einen Busparkplatz besetzt hatten, vor allem ich und Gregor mit unseren Fiats, mussten wir kurzfristig die Bushaltestelle verlassen und sind einen Kilometer weiter zur nächsten Tankstelle gefahren. Dort habe ich mir was zu trinken geholt, habe das Auto wieder vollgetankt und nachdem die Tankstelle ja direkt neben dem Traunsee war, habe ich die freien Minuten dazu genutzt, ein paar Fotos zu schießen. Diese Location ist eine, die sich förmlich anbietet und wie gesagt, das Wetter war ja extrem genial mit 36 Grad, was für das Auto etwas problematisch war, aber die Möglichkeit, dort ein Foto zu schießen, zuerst mit meinem Auto, dann mit allen drei Autos zusammen, war einfach genial. Einige Minuten später kam dann Marcin und sein Schwager auch an die Tankstelle, wo wir schon gestanden sind. Dort haben wir uns unterhalten, wie der Plan jetzt weiterlaufen soll. Wir haben beschlossen, dass wir nicht gleich direkt nach Fischelham zurückfahren. Zum einen, wir hätten die Gruppe ohnehin nicht mehr einholen können, da wir zumindest 30 bis 45 Minuten Zeit verloren haben. Es war auch nicht der Sinn, die Gruppe einzuholen und somit haben wir beschlossen, dass wir die nächsten Stunden auch in Gmunden verbringen, was eine sehr gute Entscheidung war. Marcins Schwager hat uns dann nach der Reparatur wieder verlassen und ist nach Hause gefahren. Wir sind dann dem Traunsee entlang gefahren, haben auch dort wieder weitere Fotos schießen können und so, ich glaube, gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr sind wir dann von Gmunden wieder zurück Richtung Fischelham gefahren. Um 19 Uhr sind wir dann angekommen. Es war zu dem Zeitpunkt schon fast keiner mehr am Oldtimer-Treffen, nur noch einige Leute sind übrig geblieben. Aber auch die letzten paar Minuten haben wir uns mit den Personen sehr gut unterhalten. Und dann um 20 Uhr haben wir beschlossen, der Tag ist nun zu Ende, es ist Zeit nach Hause zu fahren. Und Fischelham ist ungefähr 40 Kilometer von Linz entfernt. Also eine Fahrtzeit von ca. 45 Minuten. Auch bei der Heimfahrt bin ich keine Hauptstraßen gefahren. Ich habe die Autobahn vermieden, ich habe sie gemeidet. Nicht nur, weil ich keine Vignette habe, aber auch sonst Autobahnfahren ist nicht so prickelnd. Und somit bin ich über Serpentinen gefahren, sehr tolle Twisty Roads und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Um 21 Uhr war ich dann schlussendlich zu Hause, total erschöpft. 12 Stunden im Fahrzeug, 230 Kilometer Distanz gefahren, ohne wirkliche Probleme. Kurzfristig haben die Bremsen zu quietschen begonnen, da sie in der Fahrt, vor allem beim Bergabfahren, etwas überhitzt haben. Beim Getriebe ließen sich die Gänge nicht so einfach reinlegen, wie es üblich ist. Aber auch das war nur ein Problem der Überhitzung. Nachdem ich dann die eine oder andere Pause eingelegt habe, natürlich gemeinsam mit Marcin und Gregor, hat alles toll funktioniert und es hat keine weiteren Probleme gegeben. Ich bin extrem froh darüber, dass ich an beiden Oldtimer-Treffen, wenn auch das erste vielleicht nicht so toll funktioniert hat, teilgenommen habe. Es war eine absolut geniale Stimmung. Schöne Autos, nette Personen und extrem geiles Wetter, so wie es jetzt ist. Und ich freue mich schon bereits auf das nächste Treffen. Für dieses Video war es das. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte um eure Likes, Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!